kommen nun zu dem Bereich Großfeuerwerk und da folgt auf Position 1 mit dem Singelschutz, beziehungsweise Position 34, Entschuldigung, der erste Artikel, die Stellar-Kometen in verschiedenen Farben kombiniert mit Schweifkometrot. Auf Position 35 nun Titanium Flower Tail, Crackling Flower Tail, Brocade and Scope und die Red Glittering Tail. Auf Position 36 eine unserer Single Shot Keks und zwar die SC6. Das war die SC6. Auf Position 37, Schmetterling. Zwei Stück gleichzeitig. Verzögerung. Das war zweimal hintereinander der Schmetterling. Auf Position 38 nun Salut und Scope. Drei Stück hintereinander verzögert. Position 39, die Blue Dynasty. Ja, das waren drei Stück gleichzeitig. Ich denke, einzeln geschossen sieht sie besser aus, aber da will ich nicht reden. Das waren die Single Shot Keks. Wir kommen nun zu den römischen Lichtern und da haben wir auf Position 40 Silver Glittering und Purple Tip. Silver Glittering und Purple Tip. Auf Position 41 nun Brocade Crown Mines. Auf römische Lichter, zweimal drei Stück. Das waren die römischen Lichter. Wir kommen nun zu den Batterien aus dem Profibereich und fangen auf Position 42 an mit der Snowballs. Hier drei Stück gleichzeitig geschossen, eingestuft in der F3. Entscheiden sollte das letzten Endes der Zuschauer. Das war auf alle Fälle die Snowballs. Gibt es übrigens demnächst auch als neue Variante mit einem anderen Farbeffekt. Auf Position 43 nun die Valencia. Ein Stück. Thank you.
die Valencia. Auf Position 44 nun die Phantom Cloud. Hier zwei Stück gleichzeitig geschossen. Auch eine Neuheit, die uns letztes Jahr erreicht hat. Kaliber 48 mm übrigens. Da muss ich manche Bombe dahinter verstecken, oder? Kaliber 50 mm, holala. Auf Position 45 nun die Hybrid. Ein Stück geschossen, eingestuft in der F3, 30 mm. Folgt nun auf Position 46 die Mega Starlight Show. Dadurch, dass das Teil 5 Minuten Laufzeit hat und damit etwas langatmig wird, haben wir hier noch verschiedene Bomben drüber gesetzt im Kaliber 2,5 Zoll sowie 3 Zoll Fächer Variationen und Abschluss mit 4 Zoll Flower Wave Crown. Thank you.
gerade schon meine Meinung fragen. Ein super langweiliges Teil, diese Mega Starlight Show, aber in Kombination, wie wir es hier gesehen haben, ein absolut eindrucksvolles Ding und vor allen Dingen wirtschaftlich. Ne? Also für relativ kleines Geld, 5 Minuten Feuerwerk, verkauft sich immer. Ja, nun auf der Position 47, die Blue Blizzard, hier 2 Stück gleichzeitig geschossen, auch eine Neuheit, die uns letztes Jahr erreicht hat. Kaliber 50 mm, die Blue Blizzard. Es folgt nun auf Position 48 die Feuerbrandung mit Kaliber 30 mm, 1 Stück geschossen. Die Feuerbrandung. Es folgt nun auf Position 49 auch ein Artikel, der sehr schnell im Profibereich mit einer großen Beliebtheit sich erfreut hat, und zwar die Wunderbund. Eine Neuheit. Wunderbund. Dazu die passende Musik und schon passt das. Auf Position 50 nun die Swoosh, auch hier 2 Stück gleichzeitig geschossen, wieder einer unserer beliebten 50 mm Batterien. Auf Position 51 nun die Bison, 1 Stück geschossen, Kategorie F3. Soweit die Bison. Auf Position 52 die Glamour Girl.
Auf Position 53 nun die Iron Lady, auch eine Neuheit, die uns letztes Jahr erreicht hat. Davon zeigen wir Ihnen jetzt drei Stück gleichzeitig in Kombination mit unserer Löwenzahnbombe 4 Zoll. Der gleiche Effekt. Geht die 4 Zoll fast drin runter. Ne? Wenn man die Iron Lady übrigens von zwei Seiten gleichzeitig zündet, dann hat man nochmal ein Hammerfinale. Ne? Vor allen Dingen, wenn man das also auch in der Menge von 3 oder 5 Stück gleichzeitig zündet. Dann aber hallo. Auf Position 54 nun die Tremor. 3 Stück gleichzeitig geschossen in Kombination mit der Colori Euphoria 6 Zoll und der Regenblumenbombe in 5 Zoll. Auf Position 55 nun die Loki. 3 Stück gleichzeitig geschossen. Verkneift mir jeden Kommentar dazu. Soweit unsere Batterien. Es folgt nun mit der Position 56 die Brokatkrone Grün, Brokatkrone Purpur und die Purple Green Popping als 3 Zoll Bombe. Als nächstes sind Kaliber 3 Zoll die Austria Nation, die Spider Shell und ein Feuertopf blau zu Silberglitter. Letzter seiner Art. Auf Position 58 die Centauri, 2 Stück. Bella auf Position 59, 3 Stück. Und als letzte 3 Zoll Bomben auf Position 60, eine Auswahl aus unserem Sortiment Super Assorted 1, 25 Stück.
Das waren unsere 3 Zoll Bomben, eine kleine Auswahl davon. Wir kommen nun zum Kaliber 4 Zoll, auf Position 61 die Atomic Blue. Millimeter Atomic Blue. Auf Position 62 Crosshead Rubin. 5 Stück als Fächer. Die Graziella folgt auf Position 63. Hier 3 Stück. Position 64 nun die Hannover. Auf Position 65 Coconut und Eis. Wir sind immer noch bei 4 Zoll, Kaliber 100 mm. Das war die Coconut und Eis. Auf Position 66 folgt nun Smiley, Herz und Herz flimmern. Als letztes im Kaliber 100 mm auf Position 67 die Saturnbombe. Wir kommen nun zu den 5 Zoll Bomben. Und da auf Position 68 die EMP. Position 69, die Blinkerbombe Platin. Auf Position 70, die Glory Light Chrysanthemum. Brokatkrone auf Position 71. Auf Position 72 nun die Hopping Kaboro. Position 73 als letzte 5 Zoll Bombe, die Königsbombe. Wir
Wir kommen nun zu Kaliber 150 mm, Bomben 6 Zoll, auf Position 74 die NSH, 4 Stück. Soweit die Engelser. Auf Position 75 blaues Wunder. Zwei Stück. Auf Position 76 die Karibika. Position 77 Stella Dark Blue, Stella Dark Red, kombiniert mit unserer Bombe Schneewittchen. Auf Position 78 Silver Eagle. Da sind wir auch schon am Ende. Mit Position 79, Bad Lady in Kombination mit der Löwenzahnbombe. Das war's, wir sind durch. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch, eure Aufmerksamkeit und für diesen Applaus. Ganz herzlichen Dank auch nochmal ans gesamte Blackbox-Team, insbesondere an David. Er hat es mindestens genauso gut gemacht wie unser Ralf Lorenz. Also ich glaube, jetzt wird bei uns eine Stelle frei.